Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick und Neuzugänge-Video für den Monat Juli 2016. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache wieder beides in einem Video, denn ich habe 3 Bücher gelesen und 4 Bücher sind bei mir neu eingezogen. Und dann dachte ich irgendwie, es lohnt sich nicht, daraus 2 Videos zu machen. Und deswegen fangen wir jetzt auch gleich an mit dem ersten Buch, was mein erster Neuzugang in diesem Monat war und auch das erste Buch, was ich gelesen habe. Ich habe diesen Monat wieder nicht so viel gelesen, wie man merkt. Ja, es ist ein stetes Auf und Ab, nicht wahr? Auf jeden Fall, dieses Buch hatte ich schon vorbestellt gehabt und es kam ein bisschen später an, als ich eigentlich erhofft hatte. Habe ich ein bisschen geärgert, aber naja, gut. Auf jeden Fall ist das natürlich, wie sollte es anders sein, und vielleicht habt ihr die Buchvorstellung auch schon gesehen, von Colleen Hoover, Zurück ins Leben geliebt. Ja, Hoover-Buch muss natürlich schnellstmöglich nach dem Erscheinungstermin bei mir einziehen und ja, das habe ich gelesen. Und hier geht es um Tate und Tate ist gelernte Krankenschwester. Sie macht jetzt ein Aufbaustudium und zieht deswegen nach San Francisco zu ihrem Bruder ins Apartment. Der hat sehr viel Platz und sehr viel Geld, denn der ist Pilot und dementsprechend auch häufig nicht da und nimmt jetzt seine Schwester bei sich auf. Und an dem Abend, in dem Tate einziehen möchte, ja, hat sie Probleme in die Wohnung zu gelangen, denn diese wird von einem sehr betrunkenen jungen Mann belagert, an dem sie sich erst vorbeischieben muss und später dann in einem Telefonat mit ihrem Bruder herausfindet, dass das der Nachbar und Freund von ihrem Bruder ist, und zwar Miles. Und Miles hat scheinbar, ja, einige schwerwiegende Probleme in der Vergangenheit gehabt, über die er nicht so wirklich hinweggekommen ist, die ihn auch persönlich etwas immer noch belasten und verändert haben. Und ja, Tate und er sind sich eigentlich erstmal gar nicht so grün, treffen sich dann immer wieder und fangen dann auch was miteinander an. Und ja, aber Miles will sich Tate gegenüber einfach nicht so öffnen. Und ja, wie das dann natürlich mit dem Wald weitergeht, müsst ihr selber lesen. Ja, dieses Buch hat von mir 3 Sterne bekommen. Das ist das erste Colleen Hoover Buch, was 3 Sterne von mir bekommt. Denn ich muss sagen, dass ich finde, von allen Büchern, die ich bisher von ihr gelesen habe, was fast alle sind, bis auf eins, ist das meiner Meinung nach auch das Schwächste von allen. Ich habe das auch in der Buchvorstellung gesagt, ich habe mit dem Buch angefangen und ich habe es gelesen und dachte irgendwie so, das kommt mir so bekannt vor. Das ist irgendwie, ja, also als würde ich die Geschichte schon kennen. Und genau das ist der Punkt, denn entgegen der Geschichten, die ich bisher von Colleen Hoover gelesen habe, war diese hier, finde ich, extrem berechenbar. Also ich fand auch, also je mehr Bücher man von ihr liest, desto mehr weiß man natürlich auch, wie die Autorin so gestrickt ist und was die mit ihren Charakteren immer, oder was sie ihren Charakteren immer antut, kann man ja fast schon sagen. Aber hier war es wirklich so, das war für mich ziemlich schnell glasklar, in welche Richtung welche steuern werden, und ja, das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen, weil ich das von der Autorin einfach nicht gewohnt bin und auch nicht erwartet habe, und das fand ich ein bisschen schade, dass es hier so sehr Mainstream abgedriftet ist. Wir haben immer kapitelweise die Gegenwart aus Tates Sicht geschildert und dann jedes zweite Kapitel ist aus Miles Sicht, und da berichtet er über seine Vergangenheit, beziehungsweise erfahren wir Stück für Stück, was in dieser Vergangenheit denn passiert ist, das ihn in der Gegenwart immer noch so sehr belastet. Und das ist auch eine ganz interessante Art und Weise, wie das grafisch dargestellt wird, sage ich mal. Und die Idee davon fand ich schon sehr cool, es hat mich aber auch ein bisschen genervt. Und wer mehr dazu wissen möchte, kann sich dann gerne die Buchvorstellung angucken. Also an sich, ich habe es trotzdem schnell weggelesen, aber es ist halt einfach ja, schon vergleichbar mit den Büchern, die so Richtung Beautiful Disaster, Rush of Love und so diese ganze Schiene gehen. Was gibt es denn da noch? Losing It oder so. Also diese ganzen sehr, sehr typischen New Adult, Young Adult Bücher oder so, und da kann es sich einfach einreihen, was ja im Prinzip nicht schlimm ist, und manchmal mag ich so ein Buch halt auch einfach gerne lesen, aber von Colleen Hoover habe ich halt einfach irgendwie was anderes erwartet und da bin ich ein bisschen mad drüber, und deswegen 3 Sterne von mir. Aber 3 Sterne sind ja nicht schlecht, wie gesagt, ich habe es ja auch schnell gut durchgelesen, aber für ein Hoover Buch, ja, leider jetzt das letzte Treppchen von mir, von ihren ganzen Büchern. Und dann habe ich nach einiger Zeit
mal wieder dieses gute Stück ausgegraben, mein E-Book wieder, mein Kindle. Und dementsprechend hoffe ich jetzt, dass die Zukunftslina in der Lage sein wird, die Cover hier einzublenden. Ich habe nämlich ein neues Schnittprogramm, bin dem aber allerdings noch nicht so ganz gewachsen. Also wir hoffen jetzt mal das Beste. Denn das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Liebe kein Montagu, Luca und Allegra von Stefanie Hasse. Auch dazu gibt es eine Buchvorstellung auf meinem Kanal. Und in diesem Buch geht es um Allegra, die an den Gardasee fährt und dort auf Luca Montagu trifft, den sie eigentlich schon kennt, denn sie hat ihn schon öfter in ihren Träumen getroffen und ja, er kann sich auch nicht so richtig von ihr losreißen. Allerdings gibt es da ein paar familiäre Probleme, die dafür sorgen, dass Luca und Allegra keine besonders rosige Zukunft zu haben scheinen. Denn, wie man sich denken kann, ist Allegra eine Capulet. Und bei jedem sollten jetzt die Alarmglocken losgehen, wenn wir Capulet und Montagu hören. Denn dieses Buch ist quasi eine, ja, Neuauflage, eine Weiterführung, irgendwie eine Adaption der ganzen Romeo und Julia-Saga, was für mich natürlich der Himmel auf Erden ist, wie kann man das anders sagen. Und deswegen, ich das natürlich auch sofort lesen musste und fand das super spannend und schön. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Geschichte sehr, sehr rasant ging und dass die Emotionen, die dort geschildert werden, nicht unbedingt nachvollziehbar für mich waren. Wobei das dem Original schon irgendwie gerecht wird. Deswegen, ich war von diesem Buch eigentlich nur hin und her gerissen und habe ihm letztendlich deswegen 3 Sterne gegeben, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, weil es super geniale Aspekte gab, aber auch wiederum Aspekte, die mich nicht catchen konnten und wo es mir dann einfach viel zu schnell ging, wo ich gerne mehr Zeit gehabt hätte mit den Charakteren und ja. Allerdings gab es auch wieder andere positive Aspekte und deswegen kriegt es von mir 3 Sterne und jeder soll selber entscheiden, wie er es findet. Es gibt allerdings auch einen zweiten Teil, den ich vermutlich schon lesen werde. Mal schauen, wann es dann soweit sein wird, weil das Ende war schon so, okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Und deswegen würde ich schon gerne wissen, wie es natürlich im zweiten Teil weitergeht. Ja, und als drittes und letztes Buch habe ich auch ein E-Book gelesen und zwar ist das Memories to Do, Ellies Liste von Linda Shipp. Und dieses Buch wurde mir von der Autorin persönlich empfohlen. Also was heißt empfohlen? Sie hat mir das als Rätsel-Exemplar schon vor Monaten angeboten. Da habe ich aber gesagt, ich habe keine Zeit. Habe es mir aber auf die Liste gesetzt, denn es klingt sehr, sehr spannend. Und zwar geht es in dieser Geschichte um Ellie, die ja an einer bestimmten Form von Amnesie leidet und jetzt mit 34 Jahren im Krankenhaus aufwacht und feststellen muss, dass sie die letzten 17 Jahre ihres Lebens vergessen hat. Und inzwischen ist sie keine 17 mehr, sondern 34, ist verheiratet, hat einen Sohn, hat den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen, ist mit ihrer besten Freundin nicht mehr befreundet und mit ihrem damaligen besten Freund auch nicht mehr im Kontakt, schon seit 17 Jahren und möchte von ihrer Heimatstadt nichts mehr wissen und hat sich auch selber von Ellie, die Kurzform von Allison, in Liz umbenannt und führt eigentlich ein Leben, was sie selbst überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und jetzt begibt sie sich auf die Suche nach Antworten, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Und da eilt ihr Louis zu Hilfe, ihr damaliger bester Freund, der ja genau weiß, warum Ellie und er keinen Kontakt mehr haben, aber es ihr nicht sofort verrät. Und ja, ich fand die ganze Geschichte super interessant. Ich fand das eine so coole Idee einfach mal. Also allein die Vorstellung zu haben, du stell dir vor, du wachst irgendwann auf und hast dein halbes Leben vergessen, wie grausam das eigentlich sein muss. Und ja, ich finde, das hat die Autorin sehr gut rübergebracht, diesen Gefühlszustand und diese Verwirrung und alles. Und ja, eine sehr spannende Geschichte gestrickt. Das Einzige, was mich ein bisschen daran gestört hat, war diese große Sache, von der immer wieder gesprochen wird, für mich ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr klar war, wohin wir da gehen werden. Und das hat mich ein bisschen gestört. Dementsprechend einen kleinen Abzug und deswegen nur, aber sehr gute 4 Sterne. Von mir auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Es ist, soweit ich weiß, auch der Debütroman der Autorin und ich finde das einfach großartig, wie sie es auch geschrieben hat. Ich war total gefesselt davon, Hut ab. Der Prolog hat mich schon gleich gecatcht, fand ich super toll und ja, war bis zum Ende Feuer und Flamme und fand auch den Schluss sehr schön, das habe ich auch in der Buchvorstellung gesagt, dass das eine sehr runde Sache war alles und ich einfach ein
gutes Gefühl beim Lesen hatte und auch als ich dann fertig war. Und ja, eine durchaus positive Erfahrung, Leseerfahrung und dementsprechend eine absolute Empfehlung von mir an dieser Stelle. Dieses Buch gibt es im Gegensatz zu Luca und Allegra, das weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, das gab es nämlich nur als E-Book, und das Mary's To Do gibt es als E-Book und auch als Broschüre zu kaufen. Ja, und das war dann auch schon mein Lesemonat Juli. Ja, Möb. Und deswegen kommen wir jetzt gleich zu den Neuzugängen, die ich diesen Monat dann auch noch hatte. Und zwar war das natürlich einmal von Colleen Hoover das Buch, das kam mir zugestellt. Und dann habe ich noch 3 Rezi-Exemplare bekommen. Das erste, was mich erreicht hat, ist vom Löwe Verlag. Das Spiel von Liebe und Tod von... ja, ich möchte diesen Namen eigentlich nicht aussprechen. Ist das ein deutscher Name? Ich glaube ja nicht, ne? Was ist das? Heißt das Martha... Broken Bro? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Schaut es euch gerne mal in der Infobox an oder auf der Verlagsseite, wo auch immer. Auf jeden Fall, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wenn mir jemand eine Lautschrift posten möchte, kann er das gerne tun. Auf jeden Fall klingt es sehr interessant, denn das Erste, was ich bei der Kurzbeschreibung hier gelesen habe, war das Stichwort Romeo und Julia. Und das ist ja wirklich wie so ein Trigger in meinem Kopf, sobald ich das lese irgendwo. Ich muss es haben, ich muss es lesen, meins. Ja, das ist wirklich was, was mich sofort catcht. Und ja, hier geht es wohl darum, dass die Liebe und der Hass, oder beziehungsweise Liebe und Tod, immer so gegeneinander spielen und halt diese großen Liebespaare, die wir kennen, so wie Romeo und Julia, ja, sozusagen die Liebe und der Tod dagegen gegeneinander ankämpfen, ob das Liebespaar es schafft oder nicht. Und wir dann jetzt halt in einer Geschichte sind, die, glaube ich, in den 20er, 30er Jahren, das weiß ich jetzt nicht genau, also auf jeden Fall ein paar Jährchen in der Vergangenheit spielt, wo halt auch Liebe und Tod wieder gegeneinander antreten. Ich habe mich jetzt nicht noch genauer informiert, ich habe mal den Klappentext nicht nochmal durchgelesen, aber das ist zumindest das, was mir noch im Kopf geblieben ist. Und ja. Klingt auf jeden Fall super interessant, wie ich finde. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf dieses Buch. Und dann habe ich noch vom Random House Verlag, beziehungsweise sind beide von CBT, noch 2 Bücher bekommen. Und zwar ist das einmal Wäre mein Leben ein Film, würde ich eine andere Rolle verlangen, von Cornelia Franke. So sieht das aus. Habe ich euch das andere eigentlich in die Kamera gehalten? Ich habe ja schon mal einen Rüffel bekommen, dass ich nicht lange genug in die Kamera halte. So, auf jeden Fall einmal dieses hier. Das habe ich nämlich von euch empfohlen bekommen in einem meiner Videos irgendwann. Und dann dachte ich, ach cool, komm. Und dann habe ich mal geguckt, ob es da Rezi-Exemplare zu gibt und habe das mal angefragt und jetzt auch bekommen. Vielen Dank dafür natürlich an dieser Stelle. Und es sieht schon richtig schön sommerlich, mädchenhaft und einfach genau so aus auf die Bücher, auf die ich momentan Bock habe und bin deswegen sehr gespannt. Ich habe mir auch nichts mehr dazu durchgelesen. Ich vertraue der Zuschauerin blind, die mir das empfohlen hat, und werde dann natürlich Rückmeldungen geben, wie mir das dann gefallen hat. Und ja, und dann habe ich noch als Rezensionsexemplar bekommen Song of Love von Jessa Holbrook. Und auch hier weiß ich gar nicht mehr so genau, worum es geht. Ich glaube, irgendwie schon um so eine Rockstar-Geschichte. Irgendwie sowas. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Das Problem ist, ich habe das Anfang des Monats angefragt. Es geht ja über das Bloggerportal, weiß ich nicht, inwiefern ihr da jetzt so up-to-date seid, wie das funktioniert mit unseren Rezi-Exemplaren und so. Auf jeden Fall gibt es von Random House ein Portal, wo man sich dann Bücher angucken kann, beziehungsweise man kriegt auch Buchvorschläge und dann kann man sich das durchlesen und so. Und da habe ich das entdeckt und dachte, oh, das klingt aber voll gut, und habe mir das dann bestellt. Allerdings war derjenige, glaube ich zumindest, der für den CBT-Verlag verantwortlich war, im Urlaub. Und deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert. Deswegen habe ich auch inzwischen schon wieder vergessen, worum es geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ist dieses Buch noch bei mir eingezogen. Und natürlich vielen Dank an den Verlag an dieser Stelle. Wird dann diesen Monat von mir gelesen werden. Ja, hat mich erstaunt, dass es eigentlich relativ dick ist. Ich dachte irgendwie, es wäre dünner, aber es hat 470, 80, also fast 500 Seiten. Für ein Taschenbuch, ordentlich. Und ja, aber ich finde, es sieht irgendwie... Ich habe es auch letztens im Buchladen gesehen, dachte, ah! Und ja, bin ich mal gespannt drauf. Ne? Ich glaube aber, es auch genau in diese Schiene fällt. Contemporary Liebesgeschichte, auf die ich momentan Lust habe. Ja, und das war dann der Juli für mich büchertechnisch gesehen. Und ja, vielleicht kennt ihr ja eins der Bücher, die ich euch jetzt hier gezeigt habe. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare.
Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen August. Lasst euch den Spekulatius schmecken, der ja jetzt wahrscheinlich schon an den Kassen ausliegt. Und ja, vielleicht kriegen wir jetzt auch nochmal irgendwie sowas, was ich Sommer nennen kann, wer weiß. Und ja, damit will ich mich verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.